lecker. Selbst an einem schönen, warmen, sonnigen Sommertag ist Kaffee eigentlich immer die beste Alternative. Für mich zumindest. So, moin und willkommen zurück zu einem neuen Video hier aus der Feldschmiede Neu-Ekels. Lange nichts mehr voneinander gesehen, gehört, gemacht, getan, weil es war in letzter Zeit halt viel, viel los. Und heute schaffe ich es endlich mal etwas zu machen, was ich eigentlich schon seit ein paar Wochen machen will. Das wollte ich eigentlich auch schon vor 3-4 Wochen, als ich noch Urlaub hatte. Da wollte ich das noch machen. Und ihr seht im Hintergrund Siebdruckplatten. Sind aber nicht die guten Fahrzeugbauplatten aus Birke, sondern das ist so Birke-Pappel gemischt. Das sind diese asiatischen Siebdruckplatten. Die halten nicht ganz so lange wie die Fahrzeugbauplatten, aber für 45 Euro für eine Platte funktioniert das einwandfrei. Und die habe ich bei mir auch in meinem Anhänger als Ladefläche verbaut, unter anderem. Da muss ich die hinterste Platte, ich zeige euch das. Da ist das gute Stück und da kann man schon so ein bisschen sehen, die Türen, ja, die habe ich damals, als ich den Kofferaufbau fertig gemacht habe. Ja, das waren quasi so die Reste da dran, ne? So, oder die Reste, die ich von den Siebdruckplatten übrig hatte. Und da habe ich dann Türen draus improvisiert und habe mir dann gesagt, ja, bei Gelegenheit machst du da mal neue Türen, dann machst du mal vernünftige. So, und mittlerweile, man kann sehen, obwohl die eigentlich wasserfest verleimt sind, die glühen auf, die sind hinüber. Das kannst du vergessen. Ne? Aber sonst, an und für sich, hat das jetzt 6 Jahre lang gehalten. Und ich habe hier eigentlich auch Sturmhaken dran und die Ösen, die hat es mittlerweile zerrissen und man sieht, da ist zu viel Bewegung drin. Das hat nichts, ne? So. Kurze Erklärung zu dem Kofferaufbau. Wir haben eigentlich noch nie reell über den Anhänger gesprochen. Eigentlich ist dieser Anhänger ein reiner Plattformanhänger. Hier könnt ihr es sehen, da sind die Siebdruckplatten auch. Die halten wunderbar. 1, 2, 3, 1,5. Und diese hier ist jetzt halt hier unten. Das ist morsch. Liegt aber auch daran, ja, einmal dieses Kantholz, was ja den Rahmen hier auseinanderhält, quasi als Versteifung dient. Da sammelt sich natürlich auch Feuchtigkeit drunter und die bleibt dann halt da. Die kann nirgends hin. Ja, dann fängt das natürlich irgendwann an zu gammeln. Was aber auch ein Problem ist, ist, dass ich hier oben den Dachabschluss, ich habe hier keine Traufkante gelassen. Ich hätte das Dach ruhig eben 5 oder 10 cm länger machen können. Habe ich damals aber nicht gemacht. So, was tun? Gucken, ob ich noch ein Blech habe und dann da was drunter legen und das nach hinten hin verlängern. Aber ansonsten vom Prinzip her hält das Ganze wunderbar. Die Sachen, die hier reinkommen, bleiben trocken. Das funktioniert ganz gut. Und wie gesagt, dieser Kofferaufbau ist Ladung. Ne? Der ist an 4 Punkten mit Spannschlössern niedergezurrt. Der geht nirgends hin. Das funktioniert wunderbar. Vorne nochmal ein Kreuz drin zur zusätzlichen Verstärkung. Und das funktioniert ganz wunderbar. Und die Palette, die habe ich irgendwann mal hochkant davor gespackst, damit ich ein bisschen mehr Stabilität an der Stirnwand habe. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Und ja, das läuft. Ach ja, genau. Nicht nur die 4 Spannschlösser, sondern zusätzlich, um halt hier vorne noch ein bisschen mehr an dem vordersten Kantholz ein bisschen mehr Halt zu kriegen, sind diese Gurte dann noch mit eingehängt. Und das läuft, wie gesagt, wunderbar. Das kommt in der Polizeikontrolle immer unheimlich lustig. Was ist denn das, was Sie da auf dem Anhänger haben? Ist das eine Blockhütte? Ich sage, nein, das ist ein Wechselaufbau. Und in dieser Art und Weise, dann aber aus dünneren Hölzern, das wären dann so wie hier beispielsweise aus 5x5ern, will ich irgendwann nochmal einen Kofferaufbau oder halt einen Wohnwagenaufbau in Zirkuswagenoptik herstellen. Quasi, den man dann auch setzen kann. So sieht das Ganze aus. Es ist gerade scheiße windig und ich denke mal, man kann in der Aufnahme auch ganz gewaltig die Windgeräusche hören. So, jetzt aber mal zur Tatschreiten. So, da. Läuft sogar an die Tischstuhl. So. Die kommen ab. Und dann mache ich einmal neue Türen und die werden dann auch zusätzlich, damit es dann halt ein bisschen länger hält, habe ich hier Bordwandprofile und mit denen werden dann die neuen Türen eingefasst und dann will ich noch gucken, ob ich dann noch eine Stangenverriegelung, also eine Drehstangenverriegelung dann oben und unten setzen kann, damit das Ganze noch ein bisschen stabiler ist. Mal schauen. Ist auf jeden Fall eine Menge Arbeit, obwohl geht.
Aber das will ich jetzt gerne machen, damit das eben zumindest wieder kittig ist und damit ich keine Sorge haben muss, wenn ich irgendwo langfahre, dass mir die Türen runterfahren. Ich meine, gut, hier oben an den Scharnieren, das hängt alles ganz wunderbar, das hält und so, aber machen wir trotzdem einmal vernünftig. So, los geht's. Das siehst du, habe ich doch gesagt. Ja, das ist echt ein verdammt riesiges Loch. Da ist eine Höhle. Ja, und damit es in dieser Höhle nicht mehr zieht, mache ich mal messen. Ich habe die Maße nicht mehr im Kopf. Das waren 2 Meter und 1. Das kommt hin. Mal. Das hat nämlich alles ganz wunderbar gepasst. Kameraführung erstmal wieder für den Arsch. Mal 75,5. Ja, kommt hin. Können wir auch 75 machen, da haben wir ein bisschen Luft. 2 Meter 1 mal 75. Weil das passt nämlich auch ganz wunderbar, weil wir haben hier draußen, nämlich ich meine irgendwas 1 Meter 50, 1 Meter 52. Luft. Da kommen wir ganz gut mit zurecht. Ja. 2 Meter 1 mal 75. Ja, das geht. So, ich habe die Bordwandprofile habe ich jetzt schon soweit auf Länge geschnitten und ich habe jetzt gerade mal eben Probeschnitte auf der Bandsäge gemacht. Und wenn alle Winkel jetzt so akkurat rauskommen, ich war am Überlegen, ob ich die Ecken Cusi löte, aber ich werde die Bordwandprofile mit Sikaflex aufkleben. Und wenn das dann am Ende dann so aussieht und ich denke mal, dass ich dann vielleicht noch ein paar von der Stirnseite her noch ein paar Schrauben setze. Wenn die nächsten Winkel alle so akkurat rauskommen, dann brauche ich da nichts verlöten. Dann können wir das so lassen.
muss man ein bisschen von Hand führen, weil ich jetzt natürlich auch schon auf Endmaß geschnitten habe. Und dann läuft das eigentlich von selbst. Und das ist der Grund, warum ich so eine Bandsäge immer einer Kaltkreissäge vorziehe. Ein leiserer Schnitt, ein kälterer Schnitt, er ist zwar langsamer, aber du kannst dann halt auch wirklich, wenn du wirklich nur wirklich filigrane Schnitte, wirklich genau auf der Kante, die kannst du mit so einer Bandsäge besser machen als mit einer Kaltkreissäge. Ich musste jetzt den Treibriemen von meiner Bohrmaschine runternehmen, damit ich das Profil da lang setzen konnte. Ja, aber ansonsten, der muss noch, alle anderen sind fertig. Und es sieht sehr akkurat aus. So etwas, was ich bisher noch nie gemacht habe, aber jetzt mache ich es mal, weil ich mich sonst immer darüber geärgert habe. Eben die Kanten anfasen. Das sah jetzt nicht besonders professionell aus, aber ich habe auch nicht so viel Übung mit dem Hobel. Das Ding ist nämlich, du hast hier innen drin hast immer so eine kleine Rundung und dann kriegst du den, ich bin ein bisschen außer Puste, kriegst du die Siebdruckplatte nicht immer bis ganz ans andere Ende von dem Bordwandprofil und deswegen angefasst. Und jetzt wird es aufgeklebt, verschraubt und dann haben wir die Einfassung schon mal. Sikaflex raus und los geht's. Ich habe mich vermessen. Das hat gerade eben noch so gut ausgesehen. Egal, das muss jetzt so zusammen. Ich habe mich vermessen. Oh oh. Das kann doch nicht angehen. Ja, natürlich. Natürlich kann das angehen. Ich habe Scheiße gebaut. Ich habe aber so richtig Scheiße gebaut. Ich hätte länger messen müssen. Mir fehlt an jeder Ecke ein halber Zentimeter. Ich habe natürlich die Bordwandprofile mit den Außenmaßen 2,1 Meter, 75,5. Ich habe jetzt 75,5 statt 75 gemacht. Und das ist jetzt in der Tat ein Problem. Vielleicht nicht so ein ganz großes. Weil über die Ecken könnte ich eventuell irgendwie noch Schönes drüber machen oder ich spritze die Ecken auch mit Sikaflex aus. Das würde auch gehen. Sieht nicht besonders schön aus, aber es würde zur Not auch gehen. Wichtig ist, dass das Gröbste von den Kanten eingefasst ist. Jetzt ist es so, wie es ist. Jetzt bohre ich Löcher drumherum und fixiere die Scheiße. Ja, und dann mache ich die zweite Tür fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Verdammt. Ja, ich würde sagen, das sieht schon mal ganz kittig aus. Na, so, ja, wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich habe natürlich beim Maß, beim Zuschneiden der Bordwandprofile vollkommen verkackt. Und
Hab natürlich nicht dran gedacht, dass ich noch 5 mm jeweils dazugeben muss. Naja. Und beziehungsweise 3 mm hätten es auch können. Ne, 5 mm, dann wären die Lücken dicht. Naja, nur egal. Nur ist es so, wie es ist. Das ist nicht so schlimm. Ich mache hier oben mache ich noch eine Sikaflex-Naht drumherum. Das sieht dann auch gar nicht so scheiße aus. Aber so an und für sich ist es dicht und es ist einigermaßen gerade. Der Aufbau an sich arbeitet ja natürlich auch ein bisschen, deswegen hat man da manchmal so einen kleinen Versatz drin. Aber so an und für sich bin ich schon ganz zufrieden. Ja, und ich würde mal sagen, das wäre dann für den heutigen Tag, ist das dann erstmal alles soweit. Ich lasse das jetzt so gewähren, wie es ist. Es wird sowieso langsam dunkel und mehr kriege ich da langsam auch nicht hin. Ich mache morgen weiter. Dann mache ich mir Gedanken um die Verriegelung. Vielleicht glühe ich da heute Abend schon ein bisschen was dran rum. Mal schauen. Also hier draußen werde ich auf jeden Fall nichts mehr machen. Jetzt ist Feierabend, 20 Uhr, Zimmerlautstärke und so. Und ja, jetzt eben hier ein bisschen aufräumen und dann ist es das gewesen. Ach ja, und ich muss eben noch gucken, dass ich irgendwie noch das Sikaflex und nee, ist kein Sikaflex, ist Farbe, den noch aus der Hose rauskriegen, ein bisschen Aceton und dann, naja. Bisschen Schwund ist immer. Ja, ich hoffe, das hat euch soweit gefallen. Das war jetzt, wie gesagt, der erste Teil vom Türenbau für den Anhänger. Und doch, ich finde, das kann sich sehen lassen. Oh, meine Hand ist ein bisschen unruhig gerade. So, wenn euch das Video soweit gefallen hat, ihr wisst ja, Daumen oben lassen nicht vergessen. Wer diesen Kanal noch nicht abonniert hat, den lade ich herzlich dazu ein, diesen Kanal zu abonnieren. Und wenn ihr absolut nichts verpassen wollt, das Glöckchen neben dem Abo-Button aktivieren, dann kriegt ihr auch sofort mit, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe oder vielleicht auch mal wieder einen Livestream mache. Ich habe schon lange keinen Livestream mehr gemacht. Komme ich in letzter Zeit einfach nicht zu. Kriegen wir aber auch noch hin. Ja, und ich würde mal sagen, das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag und je nachdem, zu welcher Tages- oder Nachtzeit ihr dieses Video guckt. Und dann sehen wir uns beim Teil 2 wieder, wenn die Türen dann komplettiert werden, nicht? Ja, ich kläre jetzt noch ein bisschen mit Sikaflex rum und so. Na, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Onkel Jan. Tschüss.